vergessene Idioten. Es geht um die Zukunft der Familie. Als wir diesen Kongress angesetzt haben, wollten wir mal ein weiches Thema machen. Ein harmloses. Wie hätten wir uns vorgestellt, dass bei diesem Thema ein solcher Protest auftreten könnte, denn der könnte gegen die Familie sein. Das ist eine anthropologische Konstante. Und Adenauer und Honecker haben dieselbe Familienpolitik gemacht. Bravo! Auf der ganzen Welt, egal christliche Länder, westliche Länder, orthodoxe Länder, islamische Länder, buddhistische Länder. Die Familie ist ein Wert. Nur diese kleine Minderheit denkt, sie könnte alles umschmeißen. Es ist ein Aufstand gegen die Biologie. Und deswegen wird er sich nicht durchsetzen. Wer im Ernst behauptet, es gäbe keine Männer und Frauen, zu Männern und Frauen würden wir nur gemacht und wir könnten unser Geschlecht nach Belieben bestimmen und auch wechseln. Wer diesen Unsinn glaubt, auch nach dem Blick in die eigene Unterhose, der muss verrückt sein. Meine Damen und Herren, das Problem sind nicht diese wenigen Trakehner. Es sind ja kaum mehr als 100. Das Problem ist die Kollaboration der Staatsmacht. Was sich die Polizei heute erlaubt hat, ist unglaublich. So etwas habe ich noch nie erlebt. Wie viele Absprachen haben wir als Veranstalter mit den leitenden Polizeibehörden gehabt und mit dem Ordnungsamt. Wir haben von der Polizei die Zusicherung bekommen, dass diese Kundgebung draußen 200-300 Meter entfernt stattfindet. Aber das Gegenteil ist passiert. Die Polizei hat diese Trakehler hier direkt vor die Halle gelassen, was Hausfriedensbruch ist, und die Polizei ist nicht dagegen eingestellt. Das ist ein Skandal. Aber es geht noch weiter. Unsere Leute, die in der Anfahrt sind, werden von der Polizei zurückgewiesen. Die Polizei hilft ihnen nicht aufs Gelände zu kommen. Sie weist sie ab, weil sie den Weg nicht wissen. Sie lassen sie ungeschützt durch die Menge durchlaufen, die randaliert. Die Polizei lässt die Querulanten und Demonstranten vor und unsere Leute, die angemeldet sind, unsere Veranstaltung, die rechtmäßig ist, wird mit Polizeigewalt torpediert. Eine Verkehrung von Recht und Ordnung, wie ich sie selten erlebt habe. Pfui! Wir haben hier Leute, die sind auf dem Weg zum Versammlungsort geschlagen, bedroht, gerempelt, bespuckt worden. Die Polizei ist nicht eingeschritten. Der schlimmste Fall ist die direkte körperliche Attacke auf unsere russischen Abgeordneten. Frau Missolina und Frau Karolschnitzkaja sind getreten worden. Unfassbar! Das heißt, russische Abgeordnete sind auf deutschem Boden nicht sicher, weil die deutsche Polizei nichts zu ihrer Sicherheit tut. Pfui! Unglaublich! Das ist unglaublich! Unfassbar! Stellen Sie sich einen Augenblick vor, was die westliche Presse für den Zinnober veranstalten würde, wenn ein deutscher Bundestagsabgeordneter in Moskau auch nur ein Haar gekrümmt würde. Wir hätten kurz vor der Verhängung von Sanktionen die richtige kalte Kriegsstimmung. Aber hier, wir werden Strafanzeige stellen, wir werden die Bundesregierung einschalten. Aber ich bin sehr skeptisch, was passiert. Denn offensichtlich sind ausländische Parlamentarier in Deutschland freiwillig, wenn sie sich für die Freiheit in Deutschland einsetzen. Applaus
versorgen. Was Sie jetzt hören, ist natürlich auch illegal. Die Polizei müsste einschreiten. Jawohl, aber machen Sie nicht. Diese Demonstranten befinden sich auf privatem Grund. Das ist Hausfriedensbruch. Die Polizei müsste sie abbrechen. Die Polizei hat eigentlich zusätzliche Einsatzkräfte herangeführt, aber sie lässt sie hier gegen die Wände hämmern, ohne etwas zu unternehmen. Also, das sind deutsche Zustände 2013, aber vielleicht sind es auch speziell sächsische Zustände. Denn ich darf daran erinnern, dass wir hier eine Episode hatten, die nannte sich Sachsen-Sumpf. Anfang der 90er Jahre, als in Fällen von Kinderprostitution und Kindersklaverei nicht nur reich betuchte Messis aus den obersten Gesellschaftsschichten involviert waren, Immobilienhaie vorzugsweise, sondern eben auch Teile der sächsischen Justiz. Oder wenn Sie sich erinnern, als Leser von Kompakt Magazin, werden Sie das nicht aus den Augen verlieren, der Fall NSU. Wie tief ist es Versäumnis, die Kollaboration zwischen sächsischer Justiz, Verfassungsschutz, Polizei mit dieser rechten Terrorzelle, sodass man nicht am Schluss weiß, wer eigentlich wen gesteuert hat. Und ich fürchte, diese unheilvolle Kohäsion zwischen Verfassungsfeinden von rechts und von links und den Staatsapparaten in Deutschland und speziell hier in Sachsen, diese unheimliche Kollaboration können wir auch heute beobachten. Man fragt sich natürlich, warum das eigentlich harmlose Thema Familie solche Aggressionen anzieht. Ich glaube, wir haben mit diesem Thema, ohne es von Anfang an zu wollen, in ein Wespennest gestochen. Es ist gar kein weiches Thema, sondern es ist ein umkämpftes Thema in ganz Europa. Um Ihnen zwei aktuelle Beispiele zu nennen. Am 1. August, also in 1. Dezember, also in 8 Tagen, werden wir in Kroatien eine Volksabstimmung haben zur Familienpolitik. Gefragt wird ein einfacher, simpler Satz, nämlich: Sind Sie dafür, dass die Ehe in der Verfassung als eine lebenslange Verbindung von Mann und Frau definiert wird? Und zur Begründung schreiben die Initiatoren: Jedes Kind braucht eine Mutter und einen Vater. Für dieses Referendum, das die kroatische Regierung verhindern wollte, haben sich in Kroatien 750.000 Bürger eingetragen. Das sind etwa 20% jeder fünfte der stimmberechtigten kroatischen Bevölkerung. Wir aber haben von der Sache, obwohl sie in 8 Tagen stattfindet, noch nichts gehört. Warum? Weil die Eurokraten, die in Brüssel und Berlin und anderswo regieren, Angst haben vor dem kroatischen Beispiel, vor dem Volk und dass das Volk über seine Schicksalsfrage selbst entscheiden möchte. Und in diesem Sinne ist Kroatien ein wichtiges Vorbild für den gesamten Kontinent. Das Volk entscheidet vielleicht nicht immer klug. Aber es wird immer klüger entscheiden als die Regierenden. Und es ist allemal besser, wenn diese Fragen von unten durch das Volk entschieden werden, als wenn sie von oben, von der Regierung, wie in Frankreich bei Hollande, durchgepeitscht werden. Das ist undemokratisch. Liebe Politiker, hört endlich auf, in unserem Privatleben herumzupfuschen. Hört auf mit den Menschenexperimenten an Kindern und lasst das Volk in der Familienpolitik selbst entscheiden. Jawohl. Volksentscheid, ja bitte auch in Deutschland. Bravo. Ein anderer aktueller Punkt sind die Koalitionsverhandlungen derzeit.
zwischen CDU, CSU und SPD um die Bildung einer künftigen Bundesregierung. Auch da ist die Familienpolitik ein Brennpunkt. Etwa das Erziehungsgeld, lächerliche 100 Euro im Monat, viel zu wenig, aber die SPD würde es am liebsten ganz abschaffen. Oder dann eben die homosexuelle Ehe und das dazugehörige Adoptionsrecht. Eine Frage, wo Manuela Schwesig von der SPD schon gesagt hat, daran werden die Verhandlungen platzen, wenn die CDU nicht nachgibt. Und wo aber letzte Woche, am letzten Sonntag in der Bild-Zeitung, Volker Kauder, der Fraktionschef der CDU, immerhin gesagt hat, ich zitiere, die Ehe ist aus Sicht der Union die Verbindung von Mann und Frau. Den Begriff Homo-Ehe akzeptiere ich nicht. Es gibt gleichgeschlechtliche Partnerschaften. Die Ehe als solche muss der Verbindung Mann und Frau vorbehalten bleiben. Das volle Adoptionsrecht lehnen wir ab. So Volker Kauder, letzten Sonntag in der Bild-Zeitung. Herr Kauder, wir hoffen, das ist ernst gemeint. Und wir hoffen, es endet nicht wie in anderen ehernen Prinzipienfragen der CDU, die in den letzten Jahren abgefragt und abgestoßen wurden. Gott sei Dank haben sich gerade über die starke CSU viele neue Abgeordnete im Bundestag eingefunden. Auch viele junge Frauen sind zum ersten Mal in den Bundestag eingezogen. Und denen möchte ich vor allem zurufen, liebe Bayerinnen, bleibt standhaft bei euren Überzeugungen, lasst euch nicht von Mutti einlullen und opfert nicht die Familienpolitik auf dem Altar eines Koalitionsvertrages mit der SPD. Im Grunde genommen sind die Positionen, die mehrheitlich auf der Konferenz heute vertreten werden, ungefähr ähnlich wie die familienpolitischen Positionen der CDU-CSU. Vor dem Hintergrund ist schwer verständlich, warum wir jetzt plötzlich als rechtspopulistisch bezeichnet werden. Soll es heißen, auch drei Viertel der CDU-CSU sind rechtspopulistisch. Was bedeutet der Ausdruck überhaupt? Man hat den Eindruck, es wird nach der Devise vorgegangen, kaum sagt einer ein kluges Wort, schon ist er Rechtspopulist. So wie es vor 20, 30 Jahren geheißen hat, kaum sagt einer ein kluges Wort, schon ist er Kommunist. Die Etiketten wechseln, aber die Stigmatisierung ist immer dieselbe. Es sollen Leute, die kritische Fragen stellen und nicht einverstanden sind mit dem, was läuft, die sollen ausgegrenzt, diffamiert und an den Rand geschoben werden. Und das ist die Schweinerei, das ist keine offene Gesellschaft. Und ich appelliere an Sie alle, wie es ja auch unser Prinzip bei Kompakt von Anfang an ist, dass wir wegkommen von diesem ewigen Links-Rechts, von dieser politischen Gesäßgeografie des 20. Jahrhunderts und dass wir beginnen, sachorientiert zu diskutieren, pragmatisch zu diskutieren, ohne Ideologie zu diskutieren und ohne Ansehen der politischen Herkunft einer Person. Auf Augenhöhe. Ebenso seltsam ist es, wenn uns einige, nicht nur die da draußen, sondern auch in den etablierten Medien vorwerfen, wir würden eine Konferenz gegen Homosexualität veranstalten. Haben diese Leute unsere Texte überhaupt gelesen? Das Gegenteil ist wahr. Wir verteidigen die Homosexualität, wir verteidigen den erreichten Stand der Liberalität und der Vielfalt in dieser Gesellschaft. Und wir sind froh, dass die alten Zeiten, wo die Schwulen diskriminiert und ins Gefängnis gesteckt wurden, dass diese Zeiten vorbei sind. Ganz klar. Aber dennoch,